Folgen hier. Die Mann hier haben auch einen komischen Dialekt, aber die verstehst du ja gleich gar nicht. Und da war der drin guckt, da waren auch so ein Haufen Leute wie heute da und da waren die Hälfte am Kröpf. Also die haben ja, die Altbayern haben Kröpf. Die haben Kröpf, das glaubst du überhaupt nicht. Ja? Und dann schaue ich da so rein und sehe ich das Elend und denke, naja, um Gottes Willen. Ja, und dann habe ich gesagt, also ihr habt ja ganz schön Kröpf. Das kommt von eurem Dialekt, habe ich gesagt. Schmeckt's denn? Ehe, Frau Corsage, das waren so Ganzkörperrüstungen. Und da war pro Corsage waren ungefähr 17 Kilogramm Rohstahl verarbeitet. Wenn Sie sich erinnern, auch in den Badeanzügen in den 60er Jahren waren alle verstreht. Da habe ich als Bu im Schwimmbad habe ich nie eine Frau gesehen mit so einem Badeanzug Brustschwimmen. Niemals. Das hätte ich gar nicht kennt. Da kannst du nur so viel Leberkäsebrühe verzeihen. Riesengroßes Männerpissoir. Und das Interessante ist, da drin sind keine Urinale, sondern Rinner. Rinner. Und in der Rinner sind nur die alten WC-Steine. Da gibt es bei uns auch Sparta seit ewiger Zeit, und zwar, der gibt die starr weiter, also unten. Und es wird immer gemessen ab dem Startpunkt, bis der Star wieder liegt. Und das Wichtige sind die Ecken, kannst du dir das vorstellen? In der Ecken, da muss einer stehen mit einem C-Rohr. Also, ja. Meine Kumpel, wir haben vor ein paar Jahren Klassentreffen gehabt und da haben wir wieder dran gedacht. Da haben sie gesagt, gell Klaus, du hast immer gefragt. Und aber ihr es gesagt habt, ihr Trainer. Also ich war der, wir sind dann immer rein in die Bäckerei und dann waren wir drin gestanden und dann hast du halt schnell schauen müssen und dann habe ich gesagt, einen Amerikaner. Kennt ihr das auch? Ja. Ja, der ist halb schwarz und halb glasiert. Amerikaner, darf man übrigens nur sagen. Negerkuss, nicht der. Ein Freund von mir hat eine Bäckerei, der hat einen Brief gekriegt von dem dortigen Ordnungsamt, ist kein Witz. Und er ist drin gestanden, also Negerkuss wird diskriminieren, er soll gefälligst das Ding anders bezeichnen. Und dann hat er gesagt, Mensch Klaus, du hast doch schon mal Bücher geschrieben, was soll ich da hinschreiben? Statt Negerkuss, habe ich gesagt, schreib Bimbo Knutscher. Die heiligen drei Könige sind ein Saisongeschäft. Verstehst du, Alter? Morgen zahlt kein Sau mehr. Halt dein Waffel und komm! Dann hat der Leo gesagt, jetzt nicht, wenn ich stotter. Ersten Nein. Was glauben Sie, wie der Deckel gern? Halt, und manchmal ist der Deckel über die Straße zum Nachbarn übergeflogen und es war ja nicht schlimm, wenn der beschriftet war, ne? Ja, du schlammer Sau, hast dein Deckel, hast dein Deckel, hast dein Deckel, hast dein Foto gemacht, hast dein Bild. Du hast kein einziges Plakat vom Seehofer hängen sehen, das haben wir. Also, in Bayern geht die Demokratie halt ein wenig anders. Ne? Aber meine Damen und Herren, warum ich jetzt eigentlich drauf komme, das ist, schauen Sie, das ist wie ich am Friedhof. Ich war ja, habe Ihnen erzählt, Oberminister. Was glauben Sie, wenn ich ministriert habe, schönste waren Beerdigungen? Das war super. Ich war immer am Räucherfass. Pfarrer haben alle 10 Meter Schenking. Nicht so viel, ist fast da auf dem Geld. Wenn ich ministriert habe bei einer Leicht, dann haben die Leute gesehen, dass der Glanz schon über. Plötzlich mit Grab, hat's raus. Bam. Mein Vater war bei der Bundesbahn, da muss ich noch ein wenig heizen. Und hol mal den Stefan rein, der Hundskrüppel hat das Licht ausgemacht. Wir sehen nix, Stefan. Stefan, ich tät gern Beine machen, Hundskrüppel mal das Licht aus. Das ist gut! Wunderbar! Ein paar werden schon herinhocken, die haben es jetzt nicht gesagt. Das ist so der Herdentrieb, also wo ich erkenne, wo ich erkenne. Also für die, die es nicht kennen, ne? Also die müssen sich jetzt nicht outen, aber Wulchern, wie soll ich das erklären? Der Franke am Bobbel zum Beispiel. Sie kriegen jetzt gleich Leberkäse, Brennnessel, der ist schon mal. Ich hab jemand verkauft, wo ist nichts mehr? Eine evangelische, hübsche Fränkin, rothaarig, so kastanienrote Haare gehabt, hat hingeschaut zu ihrem Alten und gesagt, ist Haas, Alter!
Das war und damals, meine Damen und Herren, da hat man ja nur, wenn man gegen Bayern München gespielt hat, hat man nur Augenhöhe. Sie müssen sich einfach mal vorstellen, der Wert der Mannschaft vom 1. FC Nürnberg liegt bei 27,2 Millionen Euro. Da ist der Charisteas, der blinde Vogel, nur drin. Haben wir, ihr Klubberer kaufen gern so Altstars, Schwerverletzte, dann gern. Da hast du keine Chance. Und er hat sich total echauffiert, weil nämlich hier Fabian. Also das ist ganz interessant. Also ich schaue mir ja immer auch die Körpersprache von einem Menschen an. Und immer wenn sie den Namen von ihrem Hundsgrübel gesagt hat, also von ihrem Kitz, also Fabian, hat sie die Bart zerzwickt und ist wie Rose Mittermeier zwischen den Slalomstangen. Fabian. Also das war so ein Pränatal, hat die irgendein... Wahrscheinlich hat es bei der Geburt die Eierstück verwascht und was weiß ich. Ich denke, wir legen mir am Arsch, die sind umgezogen. Die habe ich vergessen. Ich war geschockt. Aber das ist ja heute eine ganz andere Zeit. Ich habe ja, ich meine, ich beneide die Kids von heutzutage. Meine Mutter war nämlich immer daheim. Das war scheiße. Meine Mutter hat auf mich gewartet. Also meine Mutter hat nicht gesagt zum Lehrer, erzieh du. Die hat es selber gemacht. Das war blöd. Ich bin oft heimgekommen, Tür auf, Batsch. Mama, ich hab doch nichts gemacht. Hat meine Mutter gesagt, du stellst schon wieder was an.